15.000. Soll ich Rogue in den Drachen schmeißen? Fuck. Das ist echt viel Geld. Was zur Hölle ist das denn? Gelangen zum Hauptserver? Okay, alles klar. Das ist gleich um die Ecke. Warum nicht? Ich muss noch ein paar Eddies verdienen. Scheiße, bei der Ballerei schon etwas abgekriegt. Das wird helfen. Oh, ein Unfall. Okay. Gelange zum Hauptserver. Брат, ты лучше туда не подключайся. Поймают, так даже разговаривать не станут. Окей. Was? Тигриные когти. Na und? Die haben keine Ahnung von Subnets. Wie sollen die mich bitte erwischen? Мне кажется, ты старова для игр в Нетранера. Успокойся уже. Wird erwachsen? Эй, fick dich! Du weißt gar nichts über mich, scheiß Ruski. Просто... Ай, неважно. Обижайся сколько хочешь. Окей. Наверное. Ab in den Serverraum. Hä? Er hat geschossen. Nein, Serverraum. Willkommen bei den heutigen Lokalnachrichten von N54. Ich bin Gillian Jordan. Bereits das dritte Jahr in Folge wurde Militech zum besten Arbeitgeberkonzern in Night City ausgezeichnet. Diese renommierte Auszeichnung ist auf die zahlreichen Vergünstigungen für Arbeitnehmer zurückzuführen. Darunter 5 bezahlte Urlaubstage pro Jahr, unbeschränkter Zugang zu stimulierenden Pharmazeutika und Hilfe beim Erwerb von Implantaten. Und als wäre das nicht genug, hat Militech 34% seiner treuen Angestellten auch noch zusätzlich dazu Rentenpakete versprochen. Weitere Nachrichten. Das NCPD erhält eine dringend willkommene Ausweitung seiner Befugnisse. Ab dem heutigen Tag ist es der Polizei erlaubt, Tatverdächtige für bis zu ein Jahr ohne offizielle Anklage festzuhalten. Das NCPD hat noch einen weiteren Sieg durch eine neue Regelung errungen, die besagt, dass ein Schuss in die Gliedmaßen fortan als Warnschuss gilt. Für die Polizisten soll das mehr... Das, glaube ich, habe ich schon mal gehört. Oh. Okay. Oh, fuck. Tiger Claws. War ja klar. Fuck. Kameras. Aufpassen. Wo ist die? Da. Und ausschalten. Okay. Dann schleichen wir uns mal rein. Laden die Malware hoch und verschwinden wieder. Vielleicht schaffen wir das. Noch eine Kamera? Fuck, sind das viele. Schön leise. Ah ja. Zack. Ein Tiger Claw habe ich. Hatte ziemlich viel Zeit zu nehmen. So ein Drecks. Da ist auch noch einer. Okay. Was machen wir jetzt? Warte mal. Ich kann auch noch irgendwie oben entlang. Warte mal. Ich muss nur einen Weg finden.
Shit, da ist auch schon wieder eine Kamera. Ah. Der schläft. Wie komme ich da bloß hoch? Über den Server. Okay. Okay, die schalten wir auch noch aus. Ausgeschalten. Und den hier behalten wir auch mal im Auge. Meine Optik lässt nicht so viele zu. Wird gelaufen. Dann versuche ich über die... Fuck. Wer oder was hat mich gesehen? Ah. Lady hier. Okay, vielleicht schaffe ich es. Mist. Ist noch ein bisschen zu weit unten. Ah, scheiße. Ah. Das Regal. Das könnte meine Fahrkarte nach oben sein. Obwohl... Zu gefährlich. Ach, egal. Shit. Okay. Komm her. Ruhe, kleiner Tiger, Ruhe. Scheiße, wohin mit dir? Da sieht sich keiner auf. Schiff. Gut. Hä? Ach, Mist! Schlaf du ruhig weiter. Es hat sich ausgeschlafen. Komm. Fuck. Fuck. Behalt die Nerven, behalt die Nerven. Und tschüss. Zack. Hier in der Ecke machst du dich gut. Störenfriede weg. Komm schon. Vielleicht hört sie das. Nein, hört sie nicht. Verdammt. Der ist beschäftigt. Na, dann kümmere ich mich mal um dich. Tschüss. Okay. Hey, du Schmierfink. Lass die Wand in Ruhe. Bye-bye. Gut. Das waren wieder alle schön leise und sauber. Okay. Jetzt muss ich hier... Oh, schau an, ein paar Implantate. Oder Mods, besser gesagt. Leckere Eddies, das hat man auch gerne. Und was haben wir hier? Ist leider nicht so geil. Okay, das haben wir auch mit, das auch. Das war wieder schön leise, sauber und diskret und hier geht's nach oben. Lol. Okay. Und hier ist
Naja. Wie blöd. Naja, egal. Jetzt kann ich wenigstens diese Kiste hier holen. Eddies. Und eine leckere Hose. Mal gucken, wie die ist. Na. Autsch. Ach, vielleicht hätte ich dich auch verstecken sollen. Ja. Vergesst immer. Müll gehört in den Container. Okay. So, jetzt mal hier Malware installieren. Zack. Und zack. Jawohl. Das war's. Auftrag erledigt. Da ist ja noch einer. Na, der wird sich wundern. Oder vielleicht auch nicht. Da! So. Sehr gut. Oh, was ist das? Uninteressant. Okay, der Serverraum ist sauber. Und wir können abhauen. Machen wir mal das Tor auf! Was haben wir denn da? Nehmen wir auch noch mit. Naja. Lokales Netz. Ausschaltung. Das sind die Kameras. Die habe ich manuell ausgeschaltet. Ich hoffe nur, dass sie sich jetzt nicht wieder einschalten. Naja. Oh. Das kann ich immer gebrauchen. So, das waren wieder leicht verdiente Eddies. Nichts wie weg hier. Wow. Das ist echt gruselig, manchmal diese Werbung. Das ist wirklich gruselig. Was zur Hölle? Ich habe nichts gesehen. Regina! Ed ist glücklich, also bin ich glücklich. Also kriegst du Eddies und wir sind alle glücklich. Auftrag erledigt. Danke, wie? Kein Problem. Und fette Eddies wieder. Okay. Oh, was haben wir hier? Ein Überfall. Das könnte wieder bleihaltig werden, aber egal. Muss auch sein. Schon wieder Tiger Claws. Die sind echt überall. Sind wirklich viele hier. Ja, ja, beruhig dich. Du hast nichts gesehen. Miststück. Zack. Ja. Ruhe für immer. Gut. Die Waffe ist da oben. Dürfte kein Problem sein. Scheiße. Die haben hier ganze Arbeit geleistet wieder. Ich hab doch alle angepinkt. Ist da oben sonst noch einer? Ah, super. Ein Netrunner auch noch. Okay. Schön leise. Jetzt. Surprise, Penner! Schnauze! Deine Freundin da vorne hat auch schon das Zeitliche gesegnet. Tut mir echt leid. Du jetzt auch. Gut. Ja, mit deinen Sachen und ach, am besten packen wir dich hier rein.
So. Müll muss beseitigt werden. Ich muss aufpassen. Der Netrunner. Der könnte mir echt noch gefährlich werden. Na? Genießt du die Aussicht? Ich auch. So, aber erstmal bist du weg. Dann kann ich sie genießen. Okay. Mission erfolgreich. Das war's. Da unten sind noch mehr. Junge, Junge. Irgendjemand hat den wieder in die Suppe gespuckt. Aber wir haben, was wir wollten. Puh. Okay, cool. Cool, dann haben wir das auch. Oh, das ging aber jetzt echt schnell. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Neutralisiere und sichere das Beweismaterial. Hm. Naja, das haben wir jetzt lang oft genug gemacht. Ich würde mal sagen, wo sind wir eigentlich? Ah, Watson. Würde mal sagen, wir machen uns auf den Weg zu Rogue und geben ihr die Kohle. Oder wir machen noch einen kleinen Auftrag. Hm. Evelyn könnte auch schon wach sein. Hm. Ja, egal. Machen wir noch einen kleinen fixen Auftrag. Was soll's. Hier 150 Meter. Mann. Shit. Überall in dieser Stadt passiert was. Hätte auch ein Auftrag von mir sein können, aber nicht mitten auf der Straße. Bald gibt es Krieg. Du wirst schon sehen. Ja, das sagst du ständig. Im Ernst? Haben sie im Fernsehen gesagt. Wo hast du bitte einen Fernseher her? Gestern war in der Bar das Fenster offen. Hab alles gehört. Arasaka und Militech haben Zoff. Und bald kommt es zum Krieg. Ah ja. Ja und? Meinst du, dann schicken sie dir ein AV vorbei und bringen dich an die Front? Naja, klar. Guck dich doch mal an. Du bist ein Skelett auf zwei klapprigen Beinen. Dich rekrutiert niemand. Hat hier jemand die Null gewählt, Alter? Klar werden die mich wieder nehmen. Natürlich nehmen sie irgendeinen Straßenpenner von der Straße. Fuck. Die Straße hat auch mal bessere Zeiten gesehen. Sollte mal erneuert werden. Okay. Holen wir unseren Wagen. Alles klar. Dann mal rein. Kleiner, aber feiner, fixer Auftrag. Zurzeit mache ich echt viele Aufträge, obwohl ich mich um Besseres zu kümmern habe, aber ich brauche die Kohle. Scheiße. Scheiße, 60 Meter? Nicht jetzt? Fuck. Ich dachte, wir müssen hier irgendwo rein. Okay, ich will nicht schon wieder. Was zur Hölle? Fuck! Hey! Hey du! Was? Ich muss zu dem Ripper, Mann! Ich... Was?
kriegst du auch Geld! Okay, was ist dein Problem? Ich glaube, du rauchst im Schritt. Was ist denn da los? Kommt drauf an, was ist dein Problem? Echt jetzt? Willst du vielleicht noch meine Krankenakte? Ich will nur sicher gehen, dass es keine Cyberpsychose ist oder so. Es ist... Oh, eins meiner Implantate! Zufrieden? Hilfst du mir jetzt oder was? Okay, okay. Klar. Sehr gut! Worauf warten wir dann noch? Oh, zum Auto! Schnell! Alter, wer gibt sich denn ein Implantat in seinen Hoden? Schniepi? Was soll ich da noch sagen? Ich hab meinen Wagen gerufen, komm jetzt. Na los, steig ein. Garantiert befriedigend, stand drauf. Lass mich raten. Mr. Stud, Modell XCV-19. Ja, woher weißt du das? Kenn mich mit Implantaten aus. Auch mit den illegalen. Defekte Modellreihe wurde zurückgerufen. Ja. Wird nur auf dem Schwarzmarkt vertickt. Hey, danke, dass du mich nicht auslachst. Weißt das zu schätzen? War oh. Ja klar. Oh, fahr einfach! Wie ist sie um? Was? Bleib mal cool. Die sind gleich weg. Cool? Fuck, das brennt wie Sau! Und ich soll cool bleiben? Chill mal. Ich geb mein Bestes. Hab ich meinem Output auch gesagt. Hat ihr scheinbar nicht gereicht. Oh, verdammt. Verdammt, du Scheiße! Oh, Junge. Fuck! Du hast auch kein Glück. Wenigstens aufhören, so rumzuschreien. Weißt du, wie scheiße weh das tut? Fühlt sich an, als würde ich einen Anspitzer ficken. Dann leide stiller, Chum. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Ja. Selten so gelacht. Meine Güte, versteht nicht mehr einen Witz. Naja gut, ich glaube, die Schmerzen sind auch sehr unerträglich. Das tut so verfickt weh, Scheiße! Ja, ich bin ja schon dabei. Meine Güte. Hier, Ripper Dog. Okay, wir... Ich zahl später! Ich ruf dich an! Aber... Du hast doch gar nicht meine Nummer. Ich halte nicht mehr aus. Fuck! Hab doch nichts getan. Sölle. Was ist denn da wieder los? Hä? An alle NCPD-Subunternehmer. Gesucht werden Verdächtige für organisiertes Verbrechen bei der Ross Street und Shipyard Way. Eine Gruppe Scavenger unter der Führung von Jelena Sidorova, bewaffnet und gefährlich, haben Obdachlose angegriffen. Die Behörden bieten eine Belohnung für die Neutralisierung der Bedrohung. Okay, jetzt ruft mich schon die Polizei an. Nein. Junge. Wie viele sind das denn? Okay... Hängen wir sie mal an. Scheiße. Das sind ganz schön viele. Dreckschweine. Vielleicht kann ich einen hierher locken. Manöver? Wer zum Teufel war das? Tja, wer war das wohl? Geh mal nachschauen. Ja? Ich war das. Schluss mit lustig. Neutralisierung von euch. Und ich krieg eine Menge Kohle. Da bin ich immer dabei. Hab doch nichts getan. Ein paar Eddies. Nein, ich will nicht sterben. Scheiße. Okay. Hab doch nichts getan. Junge. Nein.
zu deppern hier alles. Den einen oder anderen kann ich ja noch hierher locken. Okay, er kommt. Ja, ja. Geh nachschauen. Guter Junge. Jetzt um die Ecke. Und... Knickknack. Genick ab. Tot oder lebendig? Hab doch nichts getan! Mist. Er macht sich gern an Automaten zu schaffen. Vielleicht auch an dem hier. Der Automat hat hier nichts getan, verdammter Penner. Gnade! Hab doch nichts getan! Aber egal, die sind alle beschäftigt. Nein! Mist. Ich will nicht da. Shit. Gnade! Hab doch nichts getan! Oh, wow. Nein! Ich will nicht da. Komm her! Psst! Gnade! Hab doch nichts getan! Was für eine Scheiße! Was für eine Scheiße, hä? Ich muss los. Komm her! Okay, das war's. Regina? Also, was ist dann passiert? Hey, Maelstrom hat ein Cyberpsychoproblem. Ich will ihn lebend, also gib dir Mühe. Schon wieder? Sei vorsichtig. Maelstromer sind auch ohne Psychose irre. Ich hab hier mal kurz aufgeräumt. Alles klar. Alles. Okay, ich warte aber noch immer auf den Anruf. Cyberpsycho hier? Wo soll das sein? Ah, okay. Hol dir deine Belohnung beim Ripper Dog. Oh, Moment, stimmt. Hier kriege ich die Belohnung von Wakako. Aber so wie es aussieht, muss ich schon wieder mein Inventar aufräumen. Okay, haben wir irgendwelche neuen coolen Schwerter? Nicht wirklich. Ah, das Rohr, das brauche ich nicht wirklich. Und das Schwert hier auch nicht. Das auch nicht. Und die Klinge, die ich gerade eingesammelt habe, Machete. Schwachsinn. Haben wir eine neue Pistole? Mal hier nach Pistole kann man nicht wechseln, okay. Oder warte mal, wir gucken mal lieber die großen Dinger an. Ja, das sieht viel besser aus. Achilles. Nice. Okay, das ist aber ein Präzisionsgewehr. Wow. Cool. Okay. Kann ich von der Ferne welche erledigen? Auch nicht schlecht. Was haben wir hier? Naja, brauchen wir nicht. Auch nicht. Schrotflinte. Blödsinn. Das Ding ist auch Müll. Genauso wie das. Und das. Und natürlich das. Ich habe schon eine Menge Müll dabei. Standgewehr. Sieht auch cool aus. Smart-Pistole. Stimmt nicht schlecht. Ach, was? Alles Müll. Das auch. Und das erst. Und die Smart-Pistole, weg damit. Okay. Schauen wir mal die Pistolen an. Von unten nach oben? Oh. Müll.
Müll. Müll. Hm. Revolver. Eigentlich nicht schlecht, aber Müll. Noch größeren Müll. Das auch. Das auch. Das auch. Ich finde, von den Farben her ist der richtig geil, aber Müll. Weg mit dem. Sieht auch nice aus. Genauso wie er hier. Weg damit. So. Jetzt haben wir wieder aufgeräumt. Nice Teil. Ich bin mal gespannt. Okay. Der Ripper Dog ist hier. Ja, nach hast du die geirrt. Ist mir scheißegal. Okay. Hä? Wo ist denn der Eingang von diesem Ripper Dog? Hier unten? Hä? Aha. Wie komme ich da rein? Hat der zu oder was? Ich dachte, ich krieg hier meine Belohnung. Oh. Na gut. Keine Ahnung. Vielleicht warte ich auch auf den Anruf. Oder ich rufe den Typen an. Wie wär's damit? Na mal gucken. Habe ich dem seine Nummer? Bartamas Kollektiv. Mr. Hans. Ich weiß halt nicht, wie der Typ heißt. Coach Fred? Keine Ahnung. Hey, warum kriege ich denn diese Belohnung nicht? Ist der Ripper Dog vielleicht oben? Der geht ja gar nicht. Okay. Warte, bis der Mann wieder anruft. Ja, dann warten wir halt. Hm, die Frage ist nur, wie lange?